Moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade hier entspannt im Wald draußen unterwegs. Heute gibt es eine weitere Folge in meinem Outdoor-Adventskalender, Tipps und Tricks. Und heute gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel dazu. Das heißt, ich erzähle euch ein bisschen was über Messertechniken und danach gibt es ein Gewinnspiel für zwei Messer von WTB Outdoor, die mir von Patrick zur Verfügung gestellt worden sind. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Tja, das WTB Outdoor Falcon habe ich euch schon mal in einem kleinen Video vorgestellt. Einfach mal hier oben aufs Ausrufezeichen gehen. Ja, da gibt es eine ausführliche Review dazu. Das könnt ihr einmal gewinnen, sowohl als auch das neue Woodpecker von WTB Outdoor, was ich ein sehr geiles Koch- und Schnitzmesser finde und genau dafür ist es ja auch gedacht. Es gibt die verschiedensten Schnitz- und Messertechniken, die man so anwenden kann. Ich habe alles schon mal ausprobiert, aber es gibt ein paar, finde ich nur, also wenig wirklich sinnvolle. Die möchte ich euch aber mal ein bisschen zeigen. Am Anfang ein paar kleine Sicherheitshinweise. Ne? Ich weiß, wir sind alle erwachsene Menschen. Aber bei Messern sollte man immer noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, das heißt, wenn ihr schnitzt, achtet immer darauf, dass bitte in eurem direkten Armkreis ja, keine Menschen gerade sind, die ihr vielleicht verletzen könntet. Und dass ihr immer von euch wegschnitzt. Und was mir sehr wichtig ist, niemals ein offenes Messer einfach so rumliegen lassen. Denn es kann schnell mal passieren, dass man stürzt, stolpert und dann fällt man halt einfach drauf. Eine andere kleine Sache ist natürlich, wie gehe ich mit meinem Messer im Handling um, wenn ich mich im Lager zum Beispiel bewege. Ja, bitte geht nicht so geradeaus die ganze Zeit, sondern nehmt das Messer sozusagen so, ja, und macht es hier hinten. Ihr seht das, könnt ihr es so ganz entspannt tragen, wenn ihr es gerade nicht in die Scheide tun wollt. Weil dann ist von allen die Klinge weg und niemand kann verletzt werden. Genauso, wenn ihr ein Messer übergebt, ganz klassisch, ja, nicht mit der Spitze zuerst, sondern geht mit dem Daumen, gebt es so mit dem Griff zuerst eurem Gegenüber. Eine klassische Messertechnik, die ich sehr interessant finde, ist einfach das Featherstick machen oder das Aufreiben von eurem Holzstück, ja, so dass die Flammen dort leichter herankommen können. Das geht eigentlich relativ einfach, das heißt, ihr benutzt einfach nur beide Daumen sozusagen und führt das Messer ganz nah am Holz und könnt so kleine Kerben sozusagen, ja, nicht rausbrechen, aber herausschneiden, so dass sie aber noch insgesamt am Holz dranbleiben. Dadurch kann natürlich, wenn ihr dann so alle Holzstücke aufbereitet, mit denen ihr das Feuer anmachen wollt, die Flamme leichter in das Holz reingreifen. Besonders, wenn ihr es dann natürlich noch vorher von der Rinde, die vielleicht feucht ist, befreit habt. Eine weitere Technik, die ich nicht oft benutze, aber die in sehr seltenen Ausnahmefällen mal praktisch sein kann, ist das Batonieren. Das kennen viele von euch, mindestens auf jeden Fall vom Namen, wo man versucht, einfach nur das Holz aufzuspalten und so an das trockene Innenholz zu kommen. Dafür legen wir einfach das Messer obendrauf auf das Holzstück und klopfen mit einem anderen Holzstück das Messer durch. Ganz einfach wie ein Keil. Also das kann jeder, wenn er das zwei, dreimal ausprobiert hat. Wie gesagt, eine Technik, die ich nicht besonders oft benutze. Manchmal, um vielleicht einfach ein bisschen Spaß dabei zu haben, ne? Weil draußen geht es auch einfach um ein bisschen Spaß. Aber zum Beispiel im tiefsten Winter kann sie manchmal wirklich nützlich sein, wenn man nur Totholz findet, das wirklich von ja, fast meterdichten Schneeschichten bedeckt ist. Dann kann einem das wirklich weiterhelfen. Das Woodpecker von Wake the Bear, also WTB Outdoor, ist jetzt ein sehr geiles, schönes Schnitzmesser, ja, und auch Kochmesser, das einfach gut in der Hand liegt. Es kommt wie immer in einer Kydex-Scheide daher, kann mit einem Tech-Lock hinten benutzt werden, was ich immer am liebsten mag, lieber als Nylon-Scheiden, weil man damit mehr Varietät hat. Hinten dran ist noch ein kleines Lanyard, in Rot finde ich ganz schick, ja, als Kontrast kann man natürlich aber auch alles andere ranmachen, worauf man Lust hat, oder gar keins, falls man auf keinen Bock hat. Tja, und jeweils eins vom Woodpecker und vom Falcon, ja, verlose ich unter euch. Das hat mir der Patrick zur Verfügung gestellt. Und wir machen sozusagen ein kleines Weihnachts-Giveaway draus. Ich kann euch natürlich bei der derzeitigen Paketlage nicht garantieren, dass es wirklich dann auch bis Weihnachten ankommt. Ich hoffe es natürlich für euch, damit ihr ein kleines Geschenk unterm Baum habt. Wie kann man jetzt teilnehmen? Ganz einfach, ihr schreibt unter dieses Video einfach unten in die Kommentare, ja, entweder Woodpecker oder Falcon. Bitte nicht für beide teilnehmen, ja, das merke ich, das fände ich ein bisschen gemein den anderen gegenüber. Bitte entscheidet euch für eins, ja, ob ihr lieber das Schnitz- und Kochmesser haben wollt, das neuere, oder ob ihr lieber das Falcon, das eher robuste Waldmesser haben möchtet. Das Video kommt heute am 11. Dezember raus und am Sonntag, der 16. Dezember, das ist der Sonntag, werde ich dann um 21 Uhr unter dieses Video, genau unter dieses Video, wo ihr eure Kommentare reingesetzt habt, die Gewinner ausrufen. Das heißt, mit einem angepinnten Kommentar von mir ganz oben, schaut also einfach rein.
Wenn sich 3 Tage lang darauf dann niemand bei mir gemeldet hat, wenn ich euren Namen reingeschrieben habe, dann muss ich es leider an den nächsten weiter verlosen. Nochmal einfach und kurz, schreibt einen Kommentar rein, welches Messer ihr gerne gewinnen wollt. Ich lose das bis Sonntag 21 Uhr aus und schreibe dann unter dieses Video einen Kommentar mit den beiden Namen und dem jeweiligen Messer, was gewonnen worden ist. Und dann schreibt ihr mich bitte innerhalb von 3 Tagen an, dann schicke ich es euch zu. Jetzt würde mich mal noch gerne interessieren, was ihr denn eigentlich so für Messertechniken gerne draußen benutzt und warum. Davon können wir alle profitieren. Schreibt da gerne mal was in die Kommentare, denn es gibt eine Fülle und ich bin mir sicher, da hat jeder seinen eigenen Liebling. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, teilt es auch gerne, damit möglichst viele am Gewinnspiel teilnehmen können und davon erfahren. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos im Outdoor-Adventskalender, Tipps und Tricks. Einmal mal durchklicken und hier unten einfach auf den Abonnieren-Button klicken und so verpasst ihr kein Video mehr. Ich sag dann mal tschüss, tschüss, bis dahin.